Hallo und herzlich willkommen zu Rock Guitar Secrets. Das war mein Song Bluesomania. Und jetzt geht's weiter mit Lick 1. Pilzlaus, heißt das nächste Lied.
Thank you.
Vergnügen bestimmt. Ich hoffe, ihr gebt euch nicht der Illusion hin, dass ihr hier auch nur den kleinsten Rest eurer ehemaligen Freiheit bewahren könnt. Ihr befindet euch außerhalb jeder Legalität. Niemand auf der Welt weiß, dass ihr jetzt hier seid. Für die Welt da draußen seid ihr gestorben. Hier sind die Regeln, die in Zukunft euer Leben bestimmen werden. Yeah.
Gewalt, Brände, Unfälle, Seuchen, Krankheit, Schmerz, Warzen, Politiker. Die haben Sie schon erwähnt. Ich weiß, mein Junge, die sind doppelt so schlimm wie alles andere. Thank you.
was man mit den Strang, damit Sonnen im Eier, die Klinge fährt und der Band der Big Positive, BMI, Lead Positive, BMI, Act Positive, BMI, Positive Man or Attitude, look at my tell me what you see, feel that scene inside of me, positive thinking, free function, proud of friends and better of them, yeah, Big Positive, BMI, Lead Positive, BMI, Act Positive, BMI, Positive Man or Attitude. Sounds of punch, my beliefs that's strong. Something's owned in my arm. Feet destroyed to turn about that thing positive. BMI! Live positive. BMI! Act positive. BMI! Positive mental attitude. Thank you.
Schwestern. Ich bin hier, um den weißen Mann anzuklagen. Ich klage den weißen Mann an als den größten Mörder auf Erden. Ich klage den weißen Mann an als den größten Kidnapper auf Erden. Nirgendwo auf dieser Welt kann der weiße Mann hingehen und sagen, er hätte Frieden und Harmonie geschaffen. Überall, wo er hinkam, schuf er Chaos. Überall, wo er hinkam, brachte er Zerstörung. Deshalb klage ich ihn an. Ich klage ihn an als den größten Kidnapper auf Erden. Ich klage ihn an als den größten Mörder auf Erden. Ich klage ihn an als den größten Räuber und Sklavenhalter auf Erden. Ich klage den weißen Mann an, der größte Schweinefleischesser auf Erden zu sein. Der größte Säufer auf Erden zu sein. Er kann die Anklage nicht ableugnen. Ihr könnt die Anklage nicht ableugnen. Wir sind der lebende Beweis für diese Anklage. Ihr und ich, wir sind der Beweis. Ihr seid keine Amerikaner, ihr seid das Opfer Amerikas. Ihr seid nicht freiwillig hergekommen. Er hat nicht gesagt, schwarzer Mann, schwarze Frau, kommt rüber und helft mir beim Aufbau Amerikas. Er sagte, Nigger, geht auf das Schiff und ich bringe euch rüber, damit ihr mir beim Aufbau Amerikas helft. Hier geboren zu sein, macht euch nicht zum Amerikaner. Ich bin kein Amerikaner, ihr seid keine Amerikaner. Jeder von euch ist einer von 22 Millionen schwarzen Menschen, die die Opfer Amerikas sind. Ihr und ich, wir haben nie Demokratie erlebt. Wir haben in den Baumwollfeldern Georgias keine Demokratie erlebt. Dort gab es keine Demokratie. Wir erlebten keine Demokratie in den Straßen von Harlem, in den Straßen von Brooklyn, in den Straßen von Detroit und Chicago. Da gab es keine Demokratie. Nein, wir haben nie Demokratie erlebt. Alles, was wir erlebt haben, war Heuchelei. Wir erlebten keinen amerikanischen Traum. Wir haben nur den amerikanischen Albtraum erfahren. Right now.
Jam Track 2. Bye. We'll be right back.
unwitzigen Witzen, die dadurch, dass sie unwitzig sind, einfach keine Witze mehr sind. Und Witze sind ziemlich wichtig. Das heißt, Falschträume. Thank you.
sehr gerissene Leute. Das nächste Lied ist gegen alles, aber für Wolf Porter. Von der Umwelt retten. Ist klar, du hast in deinem Mini-Hirn nichts weiter als Kohle und die neuesten abgefahrenen Klamotten. Woher sollst du was über die Aktion Sauberes Pangea wissen? Soll das ein Witz sein? Den Tag habe ich mir im Kalender rot angemalt. In den Kaufhöhlen läuft die Aktion Kauft umweltfreundlich. Wir beim Aufräumen helfen! Ist ja oberstark. Ich find's voll gut, dass wenigstens einer von der Familie noch nicht total versaut ist und bloß an neuen Einkaufsmüll denkt. Ich lach mich schief. Was soll ich machen? Naja, du kannst dein Geschäft auf Umweltpapier machen. Hä? Könntest vielleicht auch auf Stoffwindeln umsteigen. Aha. Und dein Fleischbrei nicht aus doppelt und dreifach verpackten Schachteln futtern. Will nicht mehr helfen, will noch eine Tüte Saft haben. Ah. Klasse. Robby, ich find's wirklich fabelhaft, dass du dich so für die Umwelt einsetzt. Ach ja? Man lässt sich nämlich so leicht durch den vielen Alltagskram ablenken. Dabei merkt man gar nicht, dass man den Blick für das wirklich Wichtige verliert. Und wieso machst du da nicht einfach mit? Du meinst heute? Klar. Ach so, heute. Ach, ich würde ja furchtbar gern, aber heute mache ich den Großeinkauf und dann muss ich die Sachen einräumen. Kann ich nicht irgendeine Summe spenden? Ätzend, das ist wieder mal typisch. Kapierst du nicht? Es ist doch ganz allein unser Ding, loszuziehen und irgendwas für die Umwelt zu tun. Wie?
Stirn von einer Bierbank. Yeah.
Fantastisch. Danke. Meine Texte können natürlich nicht ganz das ausdrücken, was ich denke, was ich fühle. Und die gewisse Plattheit ist nur der Versuch, nur der Versuch, noch ein bisschen auszudrücken, ein bisschen zu vermitteln. Organized by computers and electronic technology.
It makes us feel safe to think that man has control of his environment, that science and logic have explained everything. And yet, there are many phenomena that reach beyond our knowledge and reason. But we don't accept them, and so we deny they exist. Mankind clings to ideas of happiness and order, pursuing temporary desires and pleasures, not wanting to experience or understand the fearful dimensions of darkness that run parallel to the world we think we know. Meine lieben Freunde und Mitgliere, ihr wisst, ich blicke auf ein langes Leben zurück. Ich habe viel Zeit gehabt, über unser aller Los nachzudenken, wenn ich allein in meinem Stall lag. Ich werde nicht mehr lange unter euch sein. Aber bevor ich sterbe, drängt es mich, euch etwas zu sagen, was ich auf dem Herzen habe. Nur wenigen von uns wird jemals der Segen eines friedlichen Lebensabends beschieden sein. Du Boxer, wenn du die Kraft deiner Muskeln bis zum Letzten hergegeben hast, was dann? Was wir auch hervorbringen, es wird uns gestohlen und für schnödes Geld verkauft. Unsere Kinder werden geboren, um Hunger und Kälte zu leiden. Seht sie an, solange ihr noch könnt. Ihr jungen Mastschweine, wisst ihr, was die Zukunft für euch bereithält? Verdienen wir so ein Schicksal?
Ist dieser Hof zu arm, um uns alle zu ernähren? Nein, meine Freunde. Im Gegenteil, dieser Hof ist reich. Aber nie wird Bauer Jones uns unseren rechtmäßigen Anteil geben. Vertreibt diesen gemeinen Tyrannen, dann werden wir alle reich und frei. Yeah.
Weißt du, heute war in der Waldschule der schönste Tag meines Lebens. Denn wir hatten den ganzen Tag Traumstunde und ich habe gewonnen, weil nämlich ich hatte den schönsten Traum von Plümpelski und von der Trudelmaschine und ich habe immer nur vom Fliegen geträumt. We'll be right back.
die Angst zu sehen, steht allein der Morgen. Und ich rede von gestern.